Der Internationale Gerichtshof hält seine erste Anhörung zu Vorwürfen von russischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine ab. In der von Kiew eingereichten Klage heißt es, Moskau habe seine Invasion in die Ukraine auf Grundlage falscher Behauptungen über Völkermord in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk begonnen und begehe nun selbst einen Völkermord, indem es Zivilisten beschieße. Laut US-Außenminister Anthony Blinken, der zurzeit die osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten besucht, gebe es zuverlässige Informationen über russische Übergriffe. Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über absichtliche Angriffe auf Zivilisten gesehen. Das wäre ein Kriegsverbrechen. Wir haben sehr glaubwürdige Berichte über den Einsatz bestimmter Waffen gesehen und all das dokumentieren wir. Im Gegenzug behauptet Moskau, während der sogenannten speziellen Militäroperation seien Beweise für ein von den USA finanziertes militärisch-biologisches Programm gefunden worden. Laut Moskau habe Kiew vergeblich versucht, die Spuren zu beseitigen. Die Atomaufsichtsbehörde IAEA ist in Sorge um das Kernkraftwerk Saporischschja. Das Atomkraftwerk ist unter Kontrolle des russischen Militärs. Jede Einmischung wie Anweisungen durch Militärs zum technischen Betrieb des Kraftwerks verstoßen gegen internationale Sicherheitsprotokolle. In Südfrankreich hat ein Treffen der EU-Außenminister begonnen. Es geht um die wachsende Flüchtlingskrise und die Vorbereitung humanitärer Hilfe für geschätzte 4 Millionen Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen werden. Anders als 2015, wo Deutschland erklärtermaßen das Ziel der Flüchtenden war, tragen dieses Mal andere Länder die humanitäre Hauptlast.